Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes begrüßen. Sie wissen, es liegt dieser Anhörung zugrunde der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 189951. Und dazu darf ich auch unsere Sachverständigen begrüßen, die sich bereit erklärt haben, heute ihre Arbeit für die Beratung zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen. Die Liste liegt uns allen vor. Liebe Sachverständige, sind Sie uns herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit und die Mühe nehmen, um uns hier zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Ich glaube, andere Ausschüsse sind im Moment nicht vertreten. Für die Bundesregierung sollte noch Staatssekretärin Zypris kommen, die wird wahrscheinlich nachkommen. Und es sind Beamte auch und Beamtinnen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie anwesend und Vertreterinnen und Vertreter der Länder und der Medien sowie eine Reihe von Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie darf ich alle noch mal recht herzlich begrüßen, auch die, die uns im Internet verfolgen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich noch mal erläutern, für die, die es noch nicht kennen. Die Fraktionen haben sich wieder darauf verständigt, die Anhörung nicht in Themenblöcke aufzuteilen. Wir werden wie immer die Befragung unter Berücksichtigung der Stärkeverhältnisse der Fraktionen durchführen. Um der Opposition entgegenzukommen, wurde ein Schlüssel vereinbart, der 2:2 zu 1:1 für die beiden Fragerunden vorsieht. Um das Ganze in gut einer Stunde durchführen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass sich die Fragenden und die Sachverständigen möglichst kurz fassen. Wir haben deswegen vorgesehen, 5 Minuten Zeit für Frage und Antwort zusammen. Also das heißt, je kürzer die Frage, desto mehr Zeit für die Beantwortung und umgekehrt. Die fragenden Kolleginnen und Kollegen sind wie immer gebeten, uns den oder die Sachverständigen zu nennen, die sie befragen wollen. Eingangsstatements haben wir, um Zeit zu sparen, nicht vorgesehen. Ihnen liegen aber die schriftlichen Stellungnahmen vor und ich glaube, die liegen auch draußen aus für Sie, Frau Staatssekretärin. Ja, es wird wie immer ein Wortprotokoll erstellt und damit das korrekt vonstatten gehen kann, werde ich auch immer dann die Namen derjenigen nennen, die also das Wort erhalten. So, dann gehen wir unmittelbar in die erste Runde. Für die CDU-CSU stellt die erste Frage der Kollege Lemmel. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte mich dann an dieses Kurzhalten auch halten und frage den Vertreter der Bundesnetzagentur, wie denn die Bundesnetzagentur plant, den Artikel 4 Satz 1 D in Verbindung mit Artikel 5 der TSM-Verordnung umzusetzen, der die nationalen Regierungsbehörden anhält, zu erläutern, was unter minimaler, normalerweise zur Verfügung stehender und maximal zu liefernder Download- und Upload-Geschwindigkeit zu verstehen ist. Und als zusätzliche Frage ist dann nochmal nachzufragen, wie denn jetzt bisher das Messtool, was die Bundesnetzagentur den Endkunden zur Verfügung stellt, bisher gewirkt hat und was so die Ergebnisse daraus, welche Erkenntnisse Sie daraus gezogen haben. Herr Dr. Eschweiler, bitte. Ja, schönen Dank.
Die Bundesnetzagentur hat nach Artikel 5 der EU-Verordnung die Befugnis, Mindestanforderungen an die Dienstequalität vorzuschreiben. Wir können auch Anforderungen an die verschiedenen Geschwindigkeiten aufstellen, zum Beispiel theoretisch an die minimale, normalerweise verfügbare und maximale Geschwindigkeit. Ob eine solche Notwendigkeit besteht, dass die Bundesnetzagentur von diesen Befugnissen Gebrauch macht, muss auf Grundlage von Fakten entschieden werden. Also zunächst mal ist ein Faktencheck notwendig. Und die Bundesnetzagentur wertet derzeit die im ersten Betriebsjahr der Breitbandmessung erhobenen umfangreichen Daten aus. Wir veröffentlichen hierüber auch einen Endbericht. Und aus den Ergebnissen kann sich dann gegebenenfalls Handlungsbedarf mit Blick auf die Festlegung von Mindestqualitäten ergeben. Wir gehen aber unabhängig davon aus, dass diese Ergebnisse einen Druck auf die Anbieter mit schlechteren Werten ausübt, also alleine aus der Publizitätswirkung, und dass sich dann die Qualität verbessert oder mit realistischen Leistungsparametern gearbeitet wird oder mit realistischen Leistungsparametern geworben wird und diese dann auch in den Verträgen anzugeben. Daher erwarten wir, dass die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur über die Zeit hinaus den Qualitätswettbewerb befördert. Und jetzt zur konkreten Frage, wie sieht es gegenwärtig aus? Wir haben im Zeitraum vom 25. September 2015 bis zum September 2016, also im ersten Betriebsjahr, haben wir ungefähr rund 900.000 Tests durchgeführt. Die Bundesnetzagentur wertet derzeit die Daten aus und wird die Auswertung Anfang 2017 in Form eines Ergebnisberichts über das erste Betriebsjahr veröffentlichen. Einen ersten visuellen Überblick über die bisherigen Ergebnisse gibt die im Rahmen der Breitbandmessung zur Verfügung gestellte Karte. Die Karte enthält die Ergebnisse von über den Test durchgeführten Breitbandmessungen. Endkunden können sich dadurch schnell und einfach darüber informieren, ob und welche Messergebnisse in ihrer Region erzielt worden sind. Und das ist unter www.breitbandmessung.de abrufbar. Die nächste Frage stellt Herr Westphal für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Damen und Herren Sachverständigen für die Möglichkeit des Dialogs hier zu diesem Thema. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Fetzer. In der TK-Transparenzverordnung schafft ja für die Verbraucher die Grundlage überhaupt, mit Messtools und anderen Dingen zu gucken, ob das, was Übertragungs-, Upload- und Downloadraten angeht, zu analysieren. Und wir haben ja mit der jetzt vorliegenden Verordnung noch mal Möglichkeiten geschaffen. Sehen Sie das in Ihrer Beurteilung so, dass das von dem Regelungsbedarf her ausreicht, für die Verbraucher da auch aktiv zu werden, zum Beispiel Sonderkündigungsrecht oder andere Sanktionen? Oder sehen Sie darüber hinausgehende Möglichkeiten, die man noch in dem Verordnungsentwurf, Gesetzentwurf verankern müsste? Herr Professor Dr. Fetzer, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ist das Grundregelungskonzept sowohl der europäischen Verordnung und dann eben auch der nationalen Transparenzverordnung, Transparenz zu schaffen und damit Verbrauchern informierte Entscheidungen zu ermöglichen. Davon ausgehend ist es natürlich heute schon so, dass nach allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen im Falle von erheblichen Leistungsabweichungen Sonderkündigungsrechte und dergleichen mehr bestehen. Wenn man also so etwas verankern möchte, hätte es im Kern wahrscheinlich nur deklaratorischen Charakter, würde aber konstitutiv an der Rechtslage vielleicht gar nicht so viel verändern. Dann geht die nächste Frage wieder an die Unionsfraktion. Herr Kollege Durz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, meine Fragen gehen an die Frau Orlowski und an den Herrn Riewertz. Zum einen hätte ich die Bitte, dass Sie mir darstellen, wie denn das Prozedere heute aktuell aussieht, wenn denn ein Kunde mit der ihm gelieferten Qualität seines Internetanschlusses nicht zufrieden ist. Die zweite Frage wäre, welche Komponenten in der Sphäre des Endkunden denn Einfluss auf das Messergebnis über die Dienstequalität eines Anschlusses nehmen können. Und das Dritte, vielleicht können Sie auch noch mal zu dem Thema Sonderkündigungsrecht Stellung beziehen, was gerade eben schon angeklungen ist in der Frage vom Kollegen. Frau Orlowski,
Dann Herr Riewitz, aber zunächst Frau Orlowski. Ne? Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, zu Ihrer ersten Frage, wie die Anbieter auf Kundenbeschwerden über zu geringe Bandbreiten reagieren. Da kann ich Ihnen jetzt als Verbandsvertreter natürlich keine allgemeingültige Antwort leider geben, da die Anbieter hier sehr individuell mit den Kundenbeschwerden umgehen. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass wenn sich Kunden über zu geringe Bandbreiten beschweren, immer erst auch ihre eigenen Messungen durchführen und vor allem prüfen, ob es Probleme mit der Leitung gibt, die sie beheben können. Das ist also das Allererste, was die Unternehmen tun. Problematisch wird es dann erst, wenn festgestellt wird, dass die Bandbreite beim Kunden tatsächlich deutlich niedriger ist, als es vertraglich vereinbart wurde und dass hieran etwa aufgrund der Entfernung vom Kabelverzweiger oder aufgrund von anderen technischen Problemen auch kurzfristig nichts geändert werden kann. Wir haben in den letzten Wochen natürlich mit den Unternehmen über diese Fallgestaltung diskutiert und gesprochen und haben von mehreren Unternehmen auch gehört, dass sie den Kunden in diesen Fällen auch freiwillig auf Kulanz ein Downgrade in einen günstigeren Vertrag anbieten. Häufig existiert eine solche Möglichkeit aber leider nicht, wenn der Kunde sich beispielsweise im ländlichen Raum befindet und einen Vertrag über 16 Mbit hat, dann ist das meistens oder ist das oft schon die geringste zur Verfügung stehende Bandbreite. In diesen Fällen gibt es dann aber auch die Möglichkeit, dem Kunden einen Abschlag auf die Rechnung zu gewähren. Das wird von den Anbietern teilweise auch auf Kulanz so gehandhabt. Darüber hinaus hat der Kunde natürlich, wie es eben auch schon dargestellt wurde, insbesondere nach § 341 BGB die Möglichkeit, von einem Kündigungsrecht, also Kündigung von Dauerschuldverhältnissen, Gebrauch zu machen, wenn die zur Verfügung stehende Leistung halt deutlich von dem abweicht, was vertraglich vereinbart wurde. Dieses Recht hat der Kunde. Das hilft ihm aber halt nur in den Fällen, in denen er auf einen alternativen Anbieter ausweichen könnte, also beispielsweise TV-Breitbandkabel oder ein anderer Telekom-Anbieter. In den Fällen, wo ohnehin nur eine Infrastruktur zur Verfügung steht, nützt es dem Kunden leider wenig. Ja, so viel zu Ihrer ersten Frage. Was die Frage mit dem Sonderkündigungsrecht angeht, spielte das hier eben auch schon darauf an. Nach unserer Auffassung hat der Kunde schon heute nach dem BGB eigentlich ausreichende Möglichkeiten, sich von einem Vertrag, der nicht den vertraglichen Inhalten entspricht, zu lösen. Wir halten hier ein Sonderkündigungsrecht, das im TKG verankert wird, insofern eigentlich für nicht erforderlich. Dankeschön. Herr Riewitz, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, das Vorgehen gegenüber Verbrauchern erfolgt hier sequenziell. Wenn die Kunden feststellen, dass die Bandbreite an ihrem Anschluss nicht ausreicht, wenden sie sich in aller Regel in der überwiegenden Anzahl der Fälle zunächst einmal an ihren Anbieter. Und das ist auch richtig so. Und in fast allen Fällen kann man dort ja auch bereits eine einvernehmliche Lösung finden. Wichtig dabei ist, dass man zunächst einmal mit dem Kunden gemeinsam schaut, woran liegt es, dass die Leistung nicht erfüllt wird. Das kann verschiedene Gründe haben. Wie Frau Orlowski eben auch angesprochen hatte, ist ein Anschluss immer verfügt über individuelle Leistungsparameter. Und wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann das beispielsweise auch daran liegen, dass die falsche Hardware genutzt wird. Das muss jetzt nicht zwingend auch nur an der Leitung liegen. Und insofern macht es Sinn, das zunächst einmal bilateral mit dem Kunden zu klären. Im zweiten Schritt steht es dem Kunden heute schon offen, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden, nicht nur ans Verbraucherreferat, sondern vor allem an die Verbraucherschlichtungsstelle der Bundesnetzagentur. Und im Entwurf des TKG-Änderungsgesetzes ist ja explizit vorgesehen, dass auch für die Fälle des Absatz 4, des Artikel 4 der TSM-Verordnung, der Kunde künftig explizit, wenn die gemessene Leistung von der vertraglich vereinbarten abweicht, er sich an die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur wenden kann. Das erfolgt ja in ähnlichen oder anderen Fällen heute schon und führt in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle bereits auch zu einvernehmlichen Lösungen. Und ansonsten gilt in der Tat, dass dem Kunden heute auch die gesetzlichen Regelungen des BGB zur Verfügung stehen. Auch dort sieht die TSM-Verordnung ja explizit nochmal vor, dass der Kunde in Verträgen und auch auf der Homepage auf diese Rechte nochmal hingewiesen wird. Und in der Praxis
Praxis sieht es so aus, dass man natürlich erst versucht, mit dem Kunden eine einvernehmliche Lösung herzustellen. Wenn man feststellt, dass tatsächlich der individuelle Vertrag, die Leistungsparameter des individuellen Vertrags nicht erreicht werden können, man ihn auf Kulanzbasis, also bei der Deutschen Telekom ist es so, auch in ein niedrigeres Paket, ihm ein niedrigeres Paket anbietet. Oder wenn das im konkreten Fall nicht möglich ist, er selbstverständlich ein Sonderkündigungsrecht hat und dann auch aus dem Vertrag aussteigen kann. Danke. Die nächste Frage noch mal für die SPD an den Kollegen Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Blom. Sie haben ja eben von den Vorrednern schon gehört, was Sondervertragskündigungsrecht angeht. Sind die jetzigen Leistungen, die wir auch im BGB haben, mit § 314 und 626 ausreichend? Oder was würden Sie aus Ihrer Sicht, wie wir viel auch sicherlich mit Verbrauchern zu tun haben, die mit diesen Beschwerden zu Ihnen kommen, empfehlen, was man hier noch darüber hinaus aufführen müsste? Frau Blom. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Frage. Wir sind ganz klar der Ansicht, dass die allgemeinen Kündigungsregeln eben nicht ausreichen. Wir haben ja die Qualitätsstudien der BNetzA, auch eine Studie der EU-Kommission, die ganz klar sagen, dass es zwischen vertraglich vereinbarter Datenübertragungsrate und tatsächlicher Datenübertragungsrate eine große Abweichung gibt. Das heißt, wir haben es hier nicht mit Einzelfallproblemen zu tun, sondern mit einer systematisch flächendeckenden Unterschreitung, die einfach eine Vielzahl der Verbraucher auch betrifft. Und deswegen können solche Fälle eben durchs allgemeine Kündigungsrecht nicht abschließend abgedeckt werden. Die Beratungspraxis in den Verbraucherzentralen zeigt außerdem, dass gerichtliche Verfahren eben selten Erfolg versprechen, beziehungsweise Verbraucher langwierige und auch kostenspielige Rechtsverfahren eher meiden. Außerdem muss heute in jedem Rechtsverfahren festgestellt werden, ob eben die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Datenübertragungsrate im Sinne des BGB als wichtiger Grund ausgelegt werden kann. Das heißt, wir haben hier immer noch die Hürde des unbestimmten Rechtsbegriffs. Von der Anbieterseite wird ja auch argumentiert, dass wir es hier mit einem Produkt zu tun haben, was eben nicht genau festgelegt ist in meinetwegen Kilogramm oder Liter. Das ist richtig. Wir haben hier ein sehr spezifisches Produkt, was eben dann auch sektorspezifisch reguliert werden muss. Denn häufig ist es so, dass Verbraucher heutzutage eben auf die Kulanz der Anbieter angewiesen sind, beziehungsweise einfach die Vertragslaufzeit auch aussitzen. Man muss auch bedenken, dass viele Leute, die Probleme haben, eben nicht zu uns kommen oder zu BNetzA und die Dunkelziffer da sicherlich höher liegt. Dankeschön. Die nächste Frage stellt für die Linksfraktion der Kollege Lenkert. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, die uns heute beratend zur Seite stehen. Meine Frage geht an Volker Tripp. Meine Fragen gehen an ihn. Die erste Frage: Sind Sie der Auffassung, dass die vorgesehene Streichung von § 41a TKG zustimmungsbedürftig ist und ist das sinnvoll? Vielleicht können Sie auch noch mal kurz erläutern, worum es da konkret geht, damit alle den Überblick haben. Und zweitens: Reichen die im Gesetz vorgesehenen Ordnungswidrigkeitstatbestände aus? Herr Tripp, bitte. Ja, vielen Dank. Zu der ersten Frage. § 41a Telekommunikationsgesetz ist eine Verordnungsermächtigung, die der Bundesregierung die Möglichkeit gibt, Regeln zur Netzneutralität zu erlassen. In der Stellungnahme des Bundesrates wurde die Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass die Streichung dieser Verordnungsermächtigung zustimmungsbedürftig sei. Diese Ansicht teilen wir nicht. Denn die Frage der Zustimmungsbedürftigkeit richtet sich zunächst mal einfach nach dem Grundgesetz selbst. Und der 41a TKG ist keine Norm, für die sich irgendwo im Grundgesetz eine Vorschrift finden würde, aus der die Zustimmungsbedürftigkeit hervorgeht. Auch die Tatsache, dass bisher eben noch vorgesehen ist, dass die Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen werden kann, begründet auch an sich keine Zustimmungsbedürftigkeit. Das wäre allenfalls so, wenn man dieses Zustimmungserfordernis als solches streichen würde, aber eben nicht, wenn die gesamte Verordnungsermächtigung gestrichen wird. Insofern bedürfte die Streichung des 41a wohl nicht der Zustimmung des Bundesrates und wird eben auch insgesamt für dieses Änderungsgesetz keine Zustimmungsbedürftigkeit
Rechtsstreitigkeit auslösen. Eine andere Frage ist, ob es wünschenswert ist, den 41a TKG zu streichen. Die Bundesregierung geht offenbar davon aus, dass hier eigentlich kein Bedarf mehr für diese Verordnungsermächtigung besteht. Dieser Ansicht widersprechen wir ganz deutlich, denn es ist keineswegs so, dass die Harmonisierung im Bereich der Netzneutralität auf europäischer Ebene vollständig passiert wäre. Denn sowohl die TSM-Verordnung als auch die Leitlinien von BEREC lassen ja doch sehr große Spielräume, gerade bei problematischen Fragen wie etwa dem Zero-Rating oder Spezialdiensten. Bei den Spezialdiensten ist zum Beispiel nicht klar, was es jetzt genau bedeutet. Da ist ja in Artikel 3 Absatz 5 TSM-Verordnung eine Grenze eingezogen, dass eben Spezialdienste nicht die generelle Qualität oder Verfügbarkeit von offenen Internetzugängen beeinträchtigen dürfen. Was es genau bedeutet, ist eigentlich unklar. Das Zero-Rating ist selbst in der Verordnung überhaupt nicht geregelt. Man kann das zuordnen zu dem Artikel 3 Absatz 2 der TSM-Verordnung. Aber auch da, wie gesagt, ist das Zero-Rating selber nicht wirklich klar erwähnt. Und auch in den Leitlinien der GEREC finden sich ja keine klaren, handfesten Kriterien dafür, wann jetzt ein solcher Dienst zulässig ist oder nicht. Es ist also eher so in Form einer Gesamtschau unterschiedlicher Kriterien soll also das ermittelt werden. Aber es ist eigentlich sehr schwer, das von vornherein festzulegen. Insofern das mal als zwei Beispiele dafür, dass eben hier nicht wirklich konkret bis ins Detail durchharmonisiert worden ist, sodass da durchaus noch ein relativ großer Spielraum verbleibt. Deswegen sind wir auch der Auffassung, dass eine solche Verordnung nach 41 auch durchaus europarechtlich möglich wäre. Im Übrigen ja, wäre dann noch die Frage zu beantworten. Naja. Genau, im Übrigen wäre dann noch die Frage nach den Strafbestimmungen zu beantworten. Das ist ein Thema, das, glaube ich, jetzt den zeitlichen Rahmen ein wenig sprengen würde. Kurz gefasst, wir sind der Auffassung, dass dort eine ganze Reihe von Lücken bestehen, auch insbesondere was eben den Artikel 3 Absatz 2 angeht, auch der Artikel 4 Absatz 2 oder der Artikel 3 Absatz 5 der TSM-Verordnung sind bisher nicht sanktioniert. Dabei sind das eben allesamt eigentlich Vorschriften, die wichtige Verbraucherrechte darstellen und die dementsprechend auch sanktioniert werden müssen, um ihre Durchsetzung zu gewährleisten. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Janicek. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Lohninger vom Arbeitskreis Vorratsdaten. Wir sind ja in tiefer Sorge, dass das Prinzip der Netzneutralität, das hier auf EU-Ebene bereits aufgeweicht worden ist, jetzt hier auch weiter manifestiert aufgeweicht wird. Und in die Richtung geht auch meine Frage. Sehen Sie diese Besorgnis? Wir hatten da gerade das Stichwort Zero-Rating. Special Services, entsprechende Diensteklassen, die jetzt ermöglicht worden sind, dass wir mit solchen Verordnungen zumindest das nicht berücksichtigt kriegen, was wir sollten, nämlich dass dieses Grundprinzip des Netzes der Demokratie und übrigens auch für Innovation und Wettbewerb jetzt beschädigt wird. Herr Lohninger, bitte. Vielen herzlichen Dank für die Frage und auch für die Einladung hier in den Deutschen Bundestag. Ich teile diese Sorge, was die Rechtsdurchsetzung der Telekom Single Market Verordnung angeht. Wenn wir uns den Hintergrund anschauen, wir führen jetzt diese Debatte über die Netzneutralität doch schon seit einigen Jahren. Wir haben jetzt nach 3 Jahren, nach wirklich mühsamen Verhandlungen, einen Kompromiss auf europäischer Ebene gefunden, der sicherlich nicht perfekt ist, aber der uns genügend Chancen und Handwerkszeug gibt, um Netzneutralität in ganz Europa durchzusetzen. Nur diese Aufgabe wird nun eben von den 31 Telekom-Regulierungsbehörden erfüllt, die dieses Gesetz umsetzen müssen. Und Artikel 6 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Strafen dafür zu bestimmen haben. Und Artikel 6 ist sehr klar. Er sagt klar, dass für Artikel 3 über die Netzneutralität, 4 die Transparenz und 5 über die Durchsetzung Sanktionen national zu erlassen sind. Für alle diese Artikel und nicht nur für Teile davon, dem wird im vorliegenden Entwurf nicht Rechnung getragen. Artikel 6 sagt darüber hinaus, dass diese Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Auch dem wird nicht Rechnung getragen, weil die vorliegenden Strafen
vor allem für große Konzerne keineswegs eine abschreckende Wirkung haben. Hier gibt es viele andere Beispiele aus Europa von prozentuellen Umsatzstrafen, die diese Anforderungen erfüllen würden. Wir glauben auch nicht, dass das vorgeschlagene Prinzip einer Two-Strikes-Regelung, wo ja gewisse Tatbestände, zum Beispiel illegales Zero-Rating oder das Verschleppen von Auskünften an die Regulierungsbehörde, wenn diese Dinge nicht erfüllt werden, kann der Internet-Provider mehr oder weniger das Verfahren so lange hinauszögern, wie er will, ohne irgendetwas zu befürchten. Und dadurch wird der Rechtsdurchsetzung und auch des Verbraucherschutzes definitiv keine Rechnung getragen. Und es fehlen einfach gewisse Strafbestimmungen, die teils aber im Referentenentwurf noch enthalten waren. Und für uns ist nicht nachvollziehbar, wieso diese Tatbestände herausgeflogen sind oder wie man glauben kann, dann diese Verordnung noch richtig umzusetzen. Wir haben heute einen Hintergrund, wo nach Zahlen des Digital Fuel Monitor, die heute veröffentlicht wurden, 40% aller Internetanbieter Zero-Rating anbieten. Das heißt, wir haben ein flächendeckendes Problem und wir glauben, dass Deutschland hier auch gerade eben in der Umsetzung für viele Länder Vorbild sein wird. Und das sage ich als ein Vertreter einer österreichischen Organisation. Deshalb wäre es wirklich wichtig, jetzt diesem Gesetz nicht in den letzten Metern die Zähne zu ziehen, sondern den Regulierungsbehörden die Werkzeuge mitzugeben, um wirklich auch Netzneutralität durchzusetzen und bis zu dem Nutzer durchdringen zu lassen. Schließlich sind hier auch den Nutzern neue Rechte gegeben worden. Wir haben Artikel 3.1 und 3.2, die klar sagen zum Beispiel, dass Startups das Recht haben, ihre Dienste anzubieten und dabei nicht diskriminiert werden dürfen. Da sind eindeutig Rechte gegeben worden, die es braucht, auch für den digitalen Binnenmarkt, für die Funktion, die das Internet heute in unserer Gesellschaft hat. Nicht nur für wirtschaftliche Prosperität, sondern auch für gesellschaftliche Teilhabe, demokratische Partizipation und Bildung. Und wenn wir diese Rechte, die wir uns jetzt hier mühsam erstritten haben, nicht auch bis zu den Nutzern durchdringen lassen, dann glaube ich nicht, dass wir diesem Gesetz ausreichend Rechnung tragen. Dankeschön. Das war jetzt die erste Runde und zu Beginn der zweiten fragt Kollege Durz für die Unionsfraktion. Bitte. Dankeschön. Meine Frage richtet sich wieder an die Frau Orlowski und den Herrn Riewerts. Zum Ersten, halten Sie es für praktikabel, die minimale, maximale bzw. normal bereitzustellende Datenübertragungsrate so zu konkretisieren, dass zum Beispiel die normale Geschwindigkeit dem Endkunden mindestens 95% des Tages zur Verfügung stehen muss? Und zweitens, es gibt ja nach wie vor Beschwerden, dass Mobilfunkanbieter über die Telefonrechnung Leistungen von Drittanbietern abrechnen, obwohl die Verbraucher diese Leistungen gar nicht bestellt hätten. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht diese Problematik dar und wie begegnen Sie diesem Thema? Zwei Fragen. Zunächst Frau Orlowski. Ja, herzlichen Dank auch für diese Fragen. Zunächst vielleicht zum Thema Drittanbietersperre. Die Mobilfunkunternehmen haben hier in den letzten Monaten sehr intensiv an einer Lösung für das Problem gearbeitet, dass die Kunden ja in der Tat über ihre Mobilfunk, über ihre Mobiltelefone teilweise ungewollt Verträge, insbesondere Abos, abgeschlossen haben. Beziehungsweise, dass sie diese Verträge gar nicht abgeschlossen haben, sondern dass sie ihnen untergeschoben wurden. Teilweise kann man das letztlich nicht genau klären. Zunächst möchte ich hier einmal betonen, dass dieses Problem nicht an den Mobilfunknetzbetreibern lag, sondern dass einige unseriöse Anbieter, insbesondere von Abo-Diensten, hierfür verantwortlich waren. Nichtsdestotrotz hat die Mobilfunkbranche im Laufe dieses Jahres eine technische Lösung entwickelt, die jetzt seit August aktiv ist und die verhindert, dass ungewollt Verträge geschlossen werden können, die dann über die Mobilfunkrechnung abgerechnet werden. Das ist das sogenannte Redirect-Verfahren, das vorsieht, dass der Kunde nun auf einer Internetseite im Verantwortungsbereich des Mobilfunknetzbetreibers ausdrücklich bestätigen muss, dass er einen Vertragsschluss und eine Bezahlung über die Mobilfunkrechnung wünscht. Dadurch, dass diese Frage nun im Hoheitsbereich des Mobilfunkunternehmens geklärt werden kann, kann es nicht mehr dazu kommen, dass etwa schon das Anklicken von irgendeinem Banner auf der Seite eines unseriösen Anbieters dazu führt, dass ein Vertrag ungewollt geschlossen wird bzw.
untergeschoben wird. Insofern ist durch dieses Redirect-Verfahren nun auch ausgeschlossen, dass der Kunde aus irgendeinem Grunde irrtümlich davon ausgeht, dass es sich um eine kostenlose Leistung handelt, die er bestellt, oder dass es zu Missverständnissen über die Art und Weise der Abrechnung kommt. Er müsste das also, er bekommt das wie bei dem Bezahlbutton, muss er nun auf einen Knopf drücken und sagen, ich möchte diese Leistung kostenpflichtig bestellen und ich möchte, dass diese Leistung über die Mobilfunkrechnung abgerechnet wird. Bei den Mobilfunknetzbetreibern, die das als erstes eingeführt haben, ist es schon unmittelbar nach der Einführung dazu gekommen, dass ein deutlicher Rückgang der Kundenbeschwerden zu verzeichnen war. Und wir gehen insofern fest davon aus, dass dies auch bei den Verbraucherzentralen so sein wird, wo das natürlich naturgemäß erstmal nach einem gewissen, wo es etwas länger dauert, bis es dort spürbar wird, weil sich da die Verbraucher erst später beschweren. Zuerst gehen sie zu ihrem Anbieter. Die zweite Frage, das betraf die Mindestbandbreiten. Da sehen wir große Probleme, ehrlich gesagt. Wir bekommen jetzt in der Transparenzverordnung neue Vorgaben zu und müssen die minimale, die normalerweise zur Verfügung stehende und die maximalen Bandbreiten angeben. Das führt zu sehr, sehr viel mehr Transparenz, als wir bisher jeweils hatten. Allerdings sind das produktbezogene Angaben und keine individuellen. Ich will jetzt meinem Kollegen Herrn Riewerts nicht die Zeit stehlen. Ich sehe, es ist schon sehr spät. Vielleicht können Sie dann an der Stelle weitermachen. Sonst sind die 5 Minuten ausgeschöpft. Danke. Herr Riewerts, bitte. Ja, ich will kurz ergänzen, wenn Sie heute in die AGBs Preisliste und Leistungsbeschreibung der Telekom gucken, dann werden Sie sehen, dass für Vectoring- und FTTH-Anschlüsse ohnehin die minimale von der maximalen Bandbreite höchstens 20% auseinander liegt. Für die DSL-Anschlüsse kann es in der Tat sein, dass der Kunde mal etwas stärker von der maximalen Bandbreite abweicht. Allerdings ist es ja so, dass der Netzbetreiber in dem Moment diese Bandbreite nicht mal eben nach oben justieren kann, sondern das liegt beispielsweise eben an Leitungslängen und Dämpfungswerten. Die Alternative wäre dann einfach die maximale Bandbreite auf einen relativ knappen Betrag oberhalb der minimalen abzusenken, was sogar zum Nachteil des Verbrauchers führen würde, da er zu Zeiten, beispielsweise zu Off-Peak-Zeiten, wo ihm normalerweise mehr Bandbreite zur Verfügung stünde, würde er jetzt künstlich technisch limitiert werden, dadurch, dass ich diese maximale Bandbreite reduziere. Also das wäre wirklich wenig hilfreich und eher zum Nachteil der Verbraucher. Zum Thema Drittanbieter sei noch gesagt, aus allen Gesprächen mit Verbraucherzentralen und Bundesministerien liegt uns kein einziger Fall vor, wo das Redirect-Verfahren nicht wirksam funktioniert hat. Also auch dort ist sichergestellt, dass der Bestellprozess auf der Webseite der Netzbetreiber abgeschlossen wird und tatsächlich nur fakturiert wird, wenn der Verbraucher auch den entsprechenden Button nach dem Buttongesetz gedrückt hat. Und im Folgenden wird jetzt nur noch zu prüfen sein, ob alle Anbieter im Markt das auch tatsächlich einführen. Da gibt es wirklich nur noch ein paar Restmengen, die mit nachziehen müssen. Und da stehen wir auch im guten Dialog mit der Bundesnetzagentur. Danke. Kollege Frese für die SPD-Fraktion. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Das Thema Stärkung Rechte der Kunden ist seitens der SPD ein Thema, das uns seit 2011, wie man nachlesen kann, sehr stark bewegt. Und von daher waren die Fragestellungen meines Kollegen Westphals ja auch darauf orientiert. Frau Blom hat die Situation geschildert, was wir, denke ich, dringend brauchen, sind Beschreibungen, wann denn Voraussetzungen vorliegen, die Sonderkündigungsrechte ermöglichen. Was ist eine erhebliche Abweichung der vertraglichen Datenübertragungsrate und welche Parameter sollten zur Bestimmung herangezogen werden? Vielleicht können Sie uns da, Herr Professor Fetzer, ein Stück helfen. Und da ja die Bundesnetzagentur sich mit dem Thema ja auch intensiv beschäftigt, wäre vielleicht, wenn Zeit da ist, Dr. Wilhelm Eschweiler noch einmal gefordert, da ergänzende Anmerkungen zu machen, damit wir konkretisierend in das Gesetz etwas hineinschreiben können, was ein Sonderkündigungsrecht auch ohne größere juristische Auseinandersetzungen rechtswirksamer auf den Weg bringen kann. Herr Fetzer, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ist festzustellen, dass in der Europäischen Transparenzverordnung ja schon eine gewisse Erleichterung auch für den Endkunden dadurch zur Verfügung gestellt wird, dass in Artikel 4 Absatz 4 eben drin steht, wenn eine dauerhafte, wiederholte Abweichung der zugesagten Qualität vorliegt, dann gilt das als Mangel, dann gilt das als Fehlleistung. Das ist schon mal zunächst mal ein erster Schritt. Ihre Frage zielt aber natürlich auch darauf ab, wann liegt denn eine solche erhebliche Abweichung vor?
Da ist es in der Tat denkbar, dass gegebenenfalls vielleicht aber auch die Bundesnetzagentur unter Rückgriff auf das, was Barrick ja bereits getan hat, also da gibt es ja verschiedene Ansätze, 90% in Peak und 95% ganz über den Tag, dass man derartige Festlegungen trifft. Die Schwierigkeit, und ich glaube, das haben auch Herr Riewerz und Frau Orlowski schon gesagt, die Schwierigkeit ist natürlich, man braucht im Grundsatz zwei Messpunkte, also man braucht, muss wissen, wie oft wird gemessen und was ist dann die erhebliche Abweichung. Und da ist es nicht so ganz einfach, immer festzustellen, dann, woran liegt denn die erhebliche Abweichung ganz genau? Insofern, glaube ich, ist der Ansatz richtig zu konkretisieren, wann das vorliegt. Da gibt es nun aus juristischer Sicht sicherlich kein richtig oder falsch. Ich glaube, das, was Barrick als Vorschlag gemacht hat, ist als Grundlage dafür sicher gut. Herr Eschweiler. Ja, recht schönen Dank. Nach Auffassung der Bundesnetzagentur brauchen wir im TKG-Änderungsgesetz keine Regelung über ein Sonderkündigungsrecht. Denn nach den allgemeinen zivilrechtlichen Regeln, das hat Herr Professor Fetzer eben ausgeführt, einige Kolleginnen und Kollegen zuvor auch, haben wir eigentlich Rechte für den Verbraucher. Ja, ich erinnere an das Schadensersatzrecht nach 2081 BGB. Wir haben ein Kündigungsrecht nach 313 aus wichtigem Grund, bei fristloser Kündigung nach 314. Herr Fetzer hat hingewiesen auf die EU-Verordnung Artikel 4 Absatz 2, auf die Fiktionswirkung, dass nach dieser Fiktionswirkung der Verbraucher im Rahmen von Rechtsbehelfen, die ihm nach nationalem Recht zustehen, dass er das nutzen kann, dass bei zivilrechtlichen Streitigkeiten aufgrund dann dieser Fiktionswirkung dargelegt wird, was ist eine vertragskonforme Leistung, was ist es nicht. Was sicherlich hilfreich sein kann, ist das Messtool der Bundesnetzagentur. Das sind sicherlich auch die bei BEREC dargelegten Schranken. Insofern werden wir als Bundesnetzagentur bei der näheren Konkretisierung natürlich mit den Dingen auseinandersetzen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Kollege Lemmel für die Unionsfraktion. Ja, Herr Eschweiler, ich will da noch mal kurz nachfragen zu dem Punkt. Es gab ja auch immer wieder die Diskussion um eine sogenannte sektorspezifische Beweislastumkehr. Halten Sie eine Regelung hier im TKG für wirklich praktikabel oder für überhaupt für praktikabel? Und zweitens die Frage noch mal an Sie, welche Rolle spielt denn die Bundesnetzagentur heute schon bei der Streitschlichtung zwischen den Kunden und den Anbietern? Herr Eschweiler war gefragt. Recht schönen Dank. Also ich halte es für sehr schwierig, über die allgemeinen Regeln des 314 BGB und den allgemeinen Regeln der Beweislast jetzt eine Beweislastumkehr im TKG für solche Fälle zu initiieren. Das halte ich für extrem schwierig. Und ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, mit Blick darauf, dass es eigentlich keiner zusätzlichen Regelung aus unserer Sicht bedarf, ein spezielles Schadensersatzrecht oder einen Beweis des ersten Anscheins hier dazu zu legen. Also insofern sehe ich dazu keinen Grund. Was die Streitschlichtung angeht, ist das eine gute Tradition in der Bundesnetzagentur. Wir haben damit Erfahrung. Das wird jetzt aufgebaut. Im Prinzip ist Ausgangspunkt der ganzen Geschichte unser Messtool. Das ist eigentlich, glaube ich, da sind wir Frontrunner in Europa, was die Geschichte angeht, auch bei BEREC. Und das ist die Geschichte, glaube ich, mit der sich die Dinge voranschreiten lassen. Und wir brauchen Zeit. Ich habe ja eben dargelegt, wir haben jetzt an die 900.000 Fälle in dem Bericht, wo es in Betracht gezogen wird von den Endnutzern. Und wir müssen jetzt auch mal evaluieren, wie die Geschichten sich darlegen. Ja, die nächste Frage darf ich selber stellen für die SPD. Wir haben ja jetzt gerade gehört von Herrn Dr. Eschweiler über das Messtool. Und ich frage jetzt noch mal Frau Blom und Herrn Tripp,
was Sie eigentlich meinen, was dieses Messtool am Ende hilft, wenn man dem Verbraucher kein Instrument in die Hand gibt, dann sein Recht, die Messergebnisse irgendwie umzusetzen, wenn er feststellt, die Übertragungsbreite reicht eben bei Weitem nicht aus, was ihm das Messtool eigentlich am Ende hilft. Und jetzt haben wir von der Telekom gehört, ja, das könnte ja auch die Hardware sein und so. Aber dafür gibt es ja wohl klare Regelungen, wie wir aus der Router-Diskussion wissen. Es gibt ja den Netzabschlusspunkt, also von daher ist klar, wo gemessen werden muss. Und wie sehen Sie beide denn das mit der Beweislast und mit der Frage, wie kann sich der Verbraucher wehren, wenn er eben feststellt, dass eben von der Bandbreite wesentlich abgewichen wird und was müssten wir gesetzlich regeln, damit er sich dann auch im Zweifelsfall oder sie sich helfen kann. Zunächst Frau Blom. Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, setzen wir uns ja dafür ein, dass der Verbraucher über das TKG ein Sonderkündigungsrecht bekommt, beziehungsweise wenn die vertraglich vereinbarte Datenübertragungsrate nicht erreicht wird, in einen günstigeren Tarif wechseln kann. Dabei müssen natürlich die Rechtsfolgen irgendwie definiert werden. Das heißt, wir müssen definieren, was ist denn überhaupt eine erhebliche Abweichung? Wir hatten ja dazu auch schon Ausführungen dazu. Das heißt, wie lässt sich so eine Abweichung begründen? Und da brauchen wir dann natürlich einen objektiven Standard, der für alle gleich gilt. Und wir schlagen da eben so ein mehrstufiges Verfahren vor, was eben das Messtool bzw. ein zertifiziertes Messtool, jetzt gerade das der BNetzA, auch beinhaltet, sodass man eben über dieses Messtool mehrere Messungen über einen bestimmten Zeitraum hat, die dann wiederum zu einer bestimmten Unterschreitung führen. Was man mit diesem Verfahren erreichen kann, ist eben, dass etwaige Fehlerquellen durch technische oder physische Details ausgeschlossen werden können. Herr Tripp. Ja, aus unserer Sicht liegt der Vorteil eines Messtools wie dem der Bundesnetzagentur vor allen Dingen in der Neutralität und der Objektivität. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ja häufig anbieterseitige Tools zufälligerweise immer ganz genau die vertraglich vereinbarten Geschwindigkeiten ausspucken. Und insofern glaube ich, dass das Verbrauchervertrauen in so ein neutrales und eben objektiviertes Messtool deutlich größer ist. Frau Blum hat, glaube ich, die Vorteile, die ganz praktischen Vorteile eben schon zutreffend dargestellt, gerade eben was eine Messung, mehrere Messungen über einen längeren Zeitraum hinweg angeht, mit dem eben solche Fehlerquellen ausgeschlossen werden können. Ein Gesichtspunkt, den ich vielleicht noch gerne einbringen möchte, der auch in der Diskussion um die TK-Transparenzverordnung schon angeklungen ist. Ich denke, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man diese Messverfahren insgesamt, also eigentlich auch die anbieterseitigen Messverfahren, die ja in der TK-Transparenzverordnung vorgesehen sind, auch weiter verobjektiviert und dass die Bundesnetzagentur dafür Vorgaben macht, also beispielsweise Paketgröße oder auch der Umstand, dass der Messpunkt eigentlich außerhalb des Hoheitsbereichs des Anbieters selbst liegen muss. Denn wenn nur innerhalb des Netzes des Anbieters gemessen wird, gibt es zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten, die eben nicht bestehen, wenn sozusagen der Anbieter die Geschwindigkeit zwischen seinem eigenen Netz und dem Internet da draußen misst. Insofern glaube ich, könnte man da, also A, was die Vorgaben angeht, nachsteuern und eben vielleicht auch dieses Netz, das Messtool der Bundesnetzagentur zu einer Art Goldstandard für solche Messtools auch anbieterseitig erheben. Danke. Die nächste Frage stellt Kollege Lenkert für die Linksfraktion. Ja, vielen Dank, ihr Sachverständigen. Ich habe gerade eben gelernt, dass das Sonderkündigungsrecht doch nicht so überflüssig wäre, weil ja die Bundesnetzagentur ausführte, dass man mit dem BGB eine Beweislastumkehr nicht sicherstellen kann und demzufolge bräuchte ich für die Beweislastumkehr schon ein Sonderkündigungsrecht. Dass das den Anbietern der Telekommunikationsangebote nicht unbedingt gefällt, ist nachvollziehbar. Aber es hätte natürlich auch eine moralische Wirkung, ein Sonderkündigungsrecht würde natürlich auch den Druck auf die Anbieter zum Einhalten der Vertragsbedingungen deutlich erhöhen, wenn sie also wissen, dass der Kunde explizit weiß, wie er kündigen kann, wenn es nicht stimmt. Insofern möchte ich noch mal an Herrn
Tripp die Fragen stellen, und zwar, Sie sagten vorhin, Zeit war ein bisschen knapp, ja, nochmal zu den Ordnungswidrigkeitstatbeständen ein paar Ausführungen machen zu können. Was ist strafbewehrt bisher? Was müsste aus Ihrer Sicht noch mit Ordnungswidrigkeitstatbeständen bewährt werden? Und vor allen Dingen, sind denn die Höhen ausreichend, beziehungsweise wie hoch müssten die denn sein? Herr Tripp. Nun, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass insbesondere Verstöße gegen Artikel 3 Absatz 2 der TSM-Verordnung bisher nicht aufgenommen wurden. Das ist ja auch in den Stellungnahmen von Bundesrat und Bundesregierung so ein Streitpunkt. Und das wäre sicherlich wünschenswert, dass das passiert. Beweggrund, der dafür von der Bundesregierung angeführt wird, diese Vorschriften nicht zu sanktionieren, ist ja, dass sie als solche noch nicht klar genug gefasst sei, um eben eine entsprechende Sanktionierung machen zu können. Ich glaube eigentlich, dass sich das durchaus in einen Vorteil insbesondere für Verbraucherinnen und Verbraucher ummünzen lässt. Denn beispielsweise solche Praktiken wie Zero Rating, die man unter den Artikel 3 Absatz 2 fassen könnte, sind ja auch nach Auffassung von GEREC teilweise zulässig, teilweise unzulässig, und vielleicht gibt es auch welche, die sich in einem Graubereich dazwischen befinden. Wenn man diese Vorschrift, wenn man Verstöße gegen den Artikel 3 Absatz 2 strafbewehrt macht, Bußgeldbewehrt macht, dann hätte das den Vorteil, dass das eben den Druck auf die Anbieter erhöhen würde, im Zweifel sich doch eher für verbraucherfreundliche Lösungen zu entscheiden und eben verbraucherunfreundliche Lösungen gar nicht erst an den Markt zu bringen. Bisher ist es so, wie das ja eben auch schon mal ganz richtig angeklungen ist, dass die es den Telekommunikationsunternehmen jetzt freisteht, zunächst mal vielleicht auch verbraucherunfreundliche, vielleicht sogar verbotene Zero-Rating-Angebote an den Markt zu bringen. Und das Ganze hätte keinerlei Sanktionierung zur Folge, sondern dann müsste erstmal die Bundesnetzagentur tätig werden, eine entsprechende Verfügung erlassen. Und erst wenn dann weiterhin ein solches Angebot am Markt gehalten wird, dann könnte man eben wegen Verstoß gegen die Anordnung der Bundesnetzagentur eine Sanktion erlassen. Gegen die Anordnung selber sind natürlich auch wiederum Rechtsmittel möglich, und das könnte diesen gesamten Prozess extrem verzögern. Das heißt, wenn wir wirklich einen verbraucherfreundlichen Markt wollen im Bereich der Netzneutralität, dann wäre es sicherlich sinnvoll, hier eine Sanktion einzuführen. Gleiches gilt auch für Verstöße gegen Artikel 4 Absatz 2 der TSM-Verordnung, also die einfachen und transparenten Beschwerdeverfahren, die eingerichtet werden müssen von den Telekommunikationsunternehmen. Auch das ist bisher nicht sanktioniert, und auch Verstöße gegen die Vorgaben zu Spezialdiensten 3 Absatz 5 finden sich bisher nicht in den Bußgeldvorschriften. Auch das wäre sicherlich wünschenswert im Sinne der Verbraucher. Was die Bußgeldhöhen angeht, kann man sich darüber streiten, ob man die erhöhen möchte oder nicht. Ich würde sagen, mit Blick auf den 149 Absatz 2 TKG muss der Bußgeldrahmen eigentlich nicht erhöht werden, denn da gibt es ja eine gewisse Flexibilität, und der Bußgeldrahmen kann danach ja auch überschritten werden, wenn er eben nicht ausreicht, um den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, auszugleichen. Da wäre es dann allerdings tatsächlich wünschenswert, wenn das auch so passiert. Und naja, also ob man da gesetzlich nachsteuern muss, bin ich skeptisch, aber es wäre dann tatsächlich ganz schön, wenn die Vollzugspraxis der Bundesnetzagentur von dieser Möglichkeit auch Gebrauch macht und das auch widerspiegelt. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage stellt Kollegin Tröge für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Herrn Lohninger befragen. Ich schließe mich der Debatte zum Thema Messtools noch einmal an und würde fragen, wie ein Durchsetzungsmechanismus aus Ihrer Sicht aussehen könnte, wenn den Kunden die versprochenen Bandbreiten nicht zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Verordnung sieht ja beispielsweise vor, dass ein solches Tool ein zertifizierter Überwachungsmechanismus sein könnte. Und deswegen die Frage, wäre es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, im TKG festzuschreiben, dass die Ergebnisse einer solchen Messung über dieses Tool als Auslöser für Rechtsbehelfe dienen könnten? Herr Lohninger. Vielen Dank für die Frage. Das ist eine größere Debatte. Einerseits geht es dabei um die Messung der Bandbreiten, die Nutzer real mit ihrem Anschluss erzielen. Und hier ist es wichtig, diese Werte dem, was vertraglich jetzt zugesichert ist, auch anzunähern, weil in keinem anderen Bereich gibt es so starke Abweichungen, dass man bis zu 10 Äpfel kauft für x Euro und im Grunde das zwar niemals erreicht, aber auch nichts daran ändern kann. Ich glaube, hier sind sicherlich mehr
Werkzeuge notwendig, die es einerseits objektivieren, was der Nutzer wirklich gekauft hat. Dazu zählen einerseits eben ordentliche Messtools, die den Prinzipien folgen, dass sie einer offenen Methodologie haben, sprich, dass es wirklich ersichtlich und publiziert ist, wie sie funktionieren, am besten auch eben, indem der Quellcode offengelegt ist. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Daten, die über solche Tools generiert werden, auch offen zur Verfügung stehen, also Open Data, damit eben auch Dritte ihre Erkenntnisse daraus ziehen können. Und was da leider auch oft mit reinspielt, ist, dass wir bisher das Problem haben, dass solche Messtools oft priorisiert werden in den Netzen. Also zum Beispiel speedtest.net als bekanntes Beispiel wird von vielen Internetanbietern bevorzugt. Sprich, ich habe eigentlich Bandbreite X, aber wenn ich dann mal eine Messung mache, wie viel meine Bandbreite ist, ist das auf einmal signifikant mehr. Das ist auch eine klare Bevorzugung, die abzustellen ist aufgrund der TSM-Verordnung und eine klare Diskriminierung ist, wo ein Anbieter bevorzugt wird. Und es gibt hier einerseits sehr viel Wissen und sehr viele Projekte auch aus den USA, auf die man zurückgreifen könnte. Measurement Lab ist hier als eines zu nennen, die hier exzellente Arbeit geleistet haben und gerade nach Europa expandieren mit ihrem Projekt. Und man muss hier aber auch der spezifischen europäischen Rechtslage Rechnung tragen. Wir hatten leider nämlich nicht so das Glück, auf Verordnungsebene den generellen Gleichbehandlungsgrundsatz, was alltägliches Verkehrsmanagement angeht, durchzusetzen. Praktisch gesprochen heißt das, dass unter gewissen Umständen von dem Best-Effort-Prinzip abgewichen werden kann. Also es müssen nicht immer alle Daten gleich behandelt werden, sondern ich kann aufgrund der Qualitätsanforderungen von einzelnen Diensten, zum Beispiel weil das ein Echtzeitdienst ist, diese Dienste bevorzugen und beschleunigt durch das Netz leiten. Hier eröffnen sich gewisse Diskriminierungsmöglichkeiten, einzelnen Diensten einen Vorteil zu verschaffen. Der Fachbegriff dafür ist Shaping. Und ich finde, dass auch dieser möglichen Diskriminierung, dieser möglichen Einschränkung des Leistungsumfangs des Kunden Rechnung getragen werden muss. Das sind ja auch Parameter, die im Vertrag niederzuschreiben sind, die auch von dem Provider zu veröffentlichen sind und die auch von der Regulierungsbehörde aufgrund von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung abzufragen sind. Und das Problem, weswegen ich hier drauf beharre, ist, dass wir halt nicht in einer Situation enden wollen, wo einzelne Dienste dann im alltäglichen Netzwerkmanagement bevorzugt werden und ähnliche Dienste zum Beispiel nicht. Das heißt, es geht bei dem Thema Messen nicht nur um die Dicke der Leitung, sondern auch, ob einzelne Dienste innerhalb dieser Leitung unterschiedlich behandelt werden. Und Messtools, die jetzt entwickelt werden, sollten sich auf beide Aspekte konzentrieren, da auch beide Aspekte aus Sicht der Verbraucher gleich zu bewerten sind. So, nachdem wir ganz gut in der Zeit sind, haben wir noch die Gelegenheit für eine dritte Runde, wo wir vorschlagen, dass jede Fraktion noch eine Frage stellt. Wir beginnen mit der Union. Kollege Lemmel. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte noch mal nachfragen. Frau Orlowski hatte ja in ihrer Antwort vorhin das Redirect-Verfahren vorgestellt, wie das auch funktioniert. Und ich muss allerdings sagen, in dem aktuellen Fall, der jetzt zwei oder drei Wochen zurückliegt, kann ich nicht bestätigen, dass das wirklich funktioniert. Und deshalb frage ich mal Herrn Riewerts von der Telekom, da es auch diesen Fall betraf, ob das Redirect-Verfahren wirklich jetzt schon umgesetzt ist. Und zum Zweiten an Sie die Frage und auch an Frau Blom von der Verbraucherzentrale, ob man das nicht, wenn das jetzt so ein Verfahren ist, was funktioniert, was von fast allen Mobilfunkfirmen oder von allen, wie es auch schon heißt, akzeptiert ist, ob man das nicht gleich gesetzlich vorschreiben soll, sozusagen um solche Drittanbieter sperren oder um solche Abo-Fallen zu verhindern. Herr Riewerts zunächst.
Ja, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, liegen uns tatsächlich keine Anhaltspunkte vor, dass das Redirect-Verfahren nicht funktioniert. Wir haben tatsächlich noch zusätzliche Schutzmechanismen durchgeführt, um Beispiel sowas wie Iframing, wo ein Unternehmen oder Diensteanbieter, der versucht, den Kunden missbräuchlich zu einem Vertragsabschluss zu zwingen, im Internet irgendwelche Fenster vorschaltet, damit dem Kunden suggeriert wird, würde nur irgendwas bestätigen, aber eben nicht den eigentlichen Bestellprozess auslösen. Auch für diese Dinge sind Schutzmechanismen durchgeführt worden. Und ich möchte nochmal wiederholen, also auch aus den Gesprächen beispielsweise mit der Verbraucherzentrale und den digitalen Marktwächtern, dort sind konkrete Fälle diskutiert worden und wir konnten in allen Fällen nachweisen, dass das Redirect-Verfahren funktioniert. Insofern, wenn es noch weitere Fälle gibt, wo sowas in Frage steht, bitte ich das gerne uns zu schicken, dann klären wir das auch nochmal auf. Frau Blom. Ja, danke für die Frage. Es ist tatsächlich so, dass es auch beim Redirect noch Probleme gibt. Erstens, das hatten wir ja jetzt hier schon, dass es noch nicht flächendeckend umgesetzt ist. Zweitens gibt es aber auch das Problem, dass für den Nutzer nicht klar ist, wann tatsächlich der Kaufvertrag abgeschlossen wird. Entweder auf der Drittanbieterseite oder eben auf der Redirect-Seite. Da sind sich die Anbieter auch noch nicht sicher. Und es ist insofern ein Problem, wenn der Verbraucher eben schon auf der Drittanbieterseite den Kaufvertrag schließt, dann zur Redirect-Seite kommt und denkt, okay, jetzt kann ich noch mal gucken nach Produktinformationen, aber eigentlich unwissentlich den Kaufvertrag schon geschlossen hat. Drittens haben wir das Problem, dass es immer noch überlagernde Schaltflächen gibt, die dann den Kaufabschluss unberechtigt abschließen und man das in den Logfiles auch nicht nachweisen kann. Das heißt, hier herrscht immer noch Rechtsunsicherheit. Man könnte sicherlich den Redirect zusätzlich zur voreingestellten Drittanbietersperre, die wir ja auch fordern, gesetzlich verankern. Danke. Nächste Frage für die SPD-Fraktion, Kollege Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Frage an Herrn Riewert. Wie geht die Deutsche Telekom mit Beschwerden von Verbrauchern um? Wie wird das geregelt? Können Sie das vielleicht mal kurz beschreiben? Und ist das ein branchenübliches Vorgehen? Und an Herrn Professor Fetzer hätte ich eine Frage oder zwei, die sich aus der Stellungnahme des Bundesrates ergeben. Auf der einen Seite fordern die Länder ja eine weitgehende Zuständigkeit. Sehen Sie das auch so, dass man dem nachkommen muss, was die Länder dort fordern? Nach dem TKG-Gesetz ist das eine zusätzliche Zuständigkeit, die über das bisherige Zusammenarbeitsgebot hinausgeht. Und dann fordern die Länder noch ab 2019 die Radiogeräte auszustatten mit DAB+. Wie bewerten Sie das? Zunächst Herr Riebetz. Ja, nur eine kurze Rückfrage. Meinen Sie jetzt aus der Praxis Fälle, wo der Kunde sich beschwert hinsichtlich genau der Bandbreiten oder hinsichtlich der Drittanbieter-Thematik? Nee, der Bandbreiten. Ja, wie ich vorhin ausgeführt hatte, ist es so, dass in der absolut überwiegenden Zahl der Fälle der Verbraucher sich erstmal direkt an seinen Anbieter wendet und man mit ihm bilateral klärt, woran es denn tatsächlich liegt, dass die Bandbreite nicht zur Verfügung steht. In aller Regel findet man dort bereits eine einvernehmliche Lösung, entweder dass man einen technischen Fehler tatsächlich beheben kann oder eben, dass man den Kunden, wenn man feststellt, es liegt tatsächlich an den Leistungsparametern des Anschlusses, dass man ihm selbstverständlich bei der Telekom aus Kulanzgründen es ermöglicht, wenn ein Vertrag mit einer niedrigeren Bandbreite möglich ist, dass er dorthin wechselt oder er ansonsten selbstverständlich aus dem Vertrag aussteigen kann. Also was ich nur sagen will, ist, ansonsten gibt es noch zusätzlich ja, dass jetzt künftig auch im TKG-Änderungsgesetz, das hatte ich vorhin schon mal kurz ausgeführt, ja das Streitbeilegungsverfahren bei der Bundesnetzagentur, das wir heute schon sehr begrüßen und was sich in der Praxis auch bewährt hat. Und dieses wird ja jetzt explizit geöffnet für genau diese Fälle. Und da steht dem Verbraucher zukünftig dann ja auch zur Verfügung, das im Rahmen dessen eben nochmal zu klären. Und die Fälle, wo er dann tatsächlich ins Gerichtsverfahren geht, die sind heute extrem selten. Herr Professor Fetzer. Ja, vielen Dank. Zunächst zur ersten Frage der Mitwirkungsbefugnis der Länder bei der Regulierung nach dem Telekommunikationsgesetz. Es ist natürlich so, dass Regelungen zur Netzneutralität oder dass Netzneutralität nicht nur eine telekommunikationsspezifische Komponente hat, sondern gegebenenfalls auch eine Meinungsvielfaltskomponente, die im Zuständigkeitsbereich der Länder
liegt. Es ist allerdings auch heute schon so, dass die Bundesnetzagentur ja nach § 2 Absatz 6 Satz 1 dazu verpflichtet ist, Belange der Länder zu berücksichtigen in Verfahren, in denen das relevant werden kann. Insofern ist ja heute schon eine Koordination bzw. eine Berücksichtigung rundfunk- und meinungsspezifischer Aspekte durch die Bundesnetzagentur gesetzlich geboten. Es ist verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen, hier eine weitergehende Regelung zu treffen, sicherlich nicht weitergehend als ein Benehmenserfordernis, ein qualifiziertes Anhörungsrecht. Verfassungsrechtlich geboten ist das meines Erachtens aber auch nicht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es diese Koordinationspflicht heute schon gibt und man dann eben auch schauen müsste, ob die funktioniert oder ob sie nicht funktioniert. Also klare Aussage, verfassungsrechtlich möglich, aber nicht verfassungsrechtlich zwingend vorgegeben. Zur Frage 2, verpflichtende Einführung von DAB+-Radiogeräten. Da muss man sich natürlich dessen gewahr sein, dass es da unionsrechtliche Regelungen gibt, die das in der Allgemeinheit so nicht vorsehen. Damit ist es nicht nationalrechtlich ausgeschlossen. Aber im Ergebnis führt das natürlich auch zu einem erheblichen Markteingriff und gegebenenfalls auch zu erheblichen Grundrechtsbeschränkungen, bei denen man sich sehr klar darüber sein muss, ob man das tatsächlich will, ob also das Ziel flächendeckende Einführung DAB+ das rechtfertigen kann. Dankeschön. Nächste Frage, Kollege Lenkert für die Linke. Ja, vielen Dank. Ich hätte die erste Frage an Herrn Professor Dr. Fetzer. Wir reden jetzt viel darüber, dass Verträge, die im Prinzip starke Abweichungen haben, wieder korrigiert werden können. Die Fragestellung ist für mich ja immer die Frage, ist da nicht schon der Tatbestand eines Betruges gegeben, wenn ein Telekommunikationsanbieter einen Vertrag abschließt in einem Bereich, wo er eigentlich wissen müsste, dass er dort diese Leistung, die er da im Vertrag abbietet und kassiert, gar nicht anbieten kann und dann nur im Falle der Kunde merkt, es im Prinzip dann das Ganze wieder rückgängig macht, teilweise auf Kulanzbasis. Also wäre die Frage, ist da nicht der Tatbestand des Betruges gegeben? Und wenn das nicht so ist, wie könnte man diesen Betrug, für mich ist es ein Betrug als Mensch, zukünftig vorbeugen? Wie könnte man das formulieren, dass sowas zukünftig ausgeschlossen ist? Und die nächste Frage nochmal an Herrn Tripp bezüglich Netzneutralität. Und zwar, mir stellt sich immer die Frage, einige Telekommunikationsanbieter machen natürlich private, ich nenne es jetzt mal private Daten, die sie auf meinen Rechner mit übertragen, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Programme laufen im Hintergrund und gehen ja von der für mich nutzbaren Rate ab oder weg. Wie ist das zu bewerten im Verhältnis zu der mir zur Verfügung stehenden Bandbreite, wenn ich da einen großen Teil verliere, dadurch, dass im Prinzip systeminterne Software da im Prinzip läuft und das Ganze im Prinzip verlangsamt? Herr Professor Fetzer. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde davon ausgehen, dass es flächendeckend kein Betrug im Sinne des § 263 StGB ist. Das ist zunächst mal aus rechtlicher Sicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Gesetzgeber hat sich ja dazu entschlossen und auch der europäische Gesetzgeber, diesen Praktiken in erster Linie durch Transparenzverpflichtungen, Transparenzanforderungen zu begegnen. Also der Kunde soll wissen, was er bekommt. Und wenn davon abgewichen wird, dann gibt es natürlich Sanktionsmöglichkeiten, also wenn von dem abgewichen wird, was zugesagt wird. Das heißt Transparenz in Kombination mit dem, was wir heute schon diskutieren. Und das scheint mir dann auch für die Zukunft als Abschreckungswirkung in Anführungszeichen möglicherweise ein Weg zu sein. Was wir wollen, ist einen Qualitätswettbewerb zu stimulieren, einen Qualitätswettbewerb, bei dem die Kunden wissen, was sie bei den einzelnen Anbietern erhalten und dementsprechend dann auch demnach ihren Anbieter auswählen. Deshalb das Grundkonzept der europäischen Verordnung und des nationalen Rechtstransparenz mit Sanktionsmöglichkeiten durch die Bundesnetzagentur, wenn es hier zu Verstößen kommt, scheint mir hier eigentlich ein durchaus verhältnismäßiges Vorgehen zu sein. Herr Tripp. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage tatsächlich richtig verstanden habe. Also mir ist es eigentlich nicht bekannt, dass Telekommunikationsanbieter ohne meine Zustimmung irgendwelche Programme auf meinen Rechner spielen, die dann wiederum Bandbreite beanspruchen. Sollte das der Fall sein, dann ist das mit Sicherheit vertragswidrig, da, wie gesagt, ich dem ja auch überhaupt nicht zugestimmt habe. Insofern, also bin ich mir nicht sicher. Danke. Gut, als Letzte in der dritten Runde und in dieser Anhörung Frau Dröge für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal Herrn Lohninger befragen.
Eine grundsätzliche Frage zur Wettbewerbsbedeutung der Netzneutralität. Was aus Ihrer Sicht für Auswirkungen durch die Abschaffung der Netzneutralität insbesondere auf die Chancen von Start-up-Unternehmen hier in Deutschland zu erwarten wären, ob das nicht ein Machtgefälle zwischen schon großen etablierten Unternehmen und Start-ups etablieren würde und gerade für die Entwicklungschancen behindert. Und wenn die Zeit noch reicht, die Befürworter der Netzneutralität haben in der Vergangenheit immer mit Kapazitätsengpässen argumentiert. Jetzt haben wir viele Anhörungen im Bundestag gehabt, die eigentlich gezeigt haben, dass es hier nicht nachgewiesen werden kann, dass es zu diesen Kapazitätsengpässen kommt. Jetzt wird als neues Argument angeführt, dass man für neue Anwendungen, beispielsweise intelligente Mobilität oder spezielle Operationen, die Netzneutralität abschaffen muss. Wie bewerten Sie diese Argumente? Herr Lohninger, bitte. Vielen herzlichen Dank. Zur ersten Frage des Wettbewerbs. Wenn ich heutzutage einen Dienst anbiete im Internet, habe ich ja den großen Vorteil, dass ich mit sehr geringen Markteintrittshürden, ein Server kostet ab 12,90 €, von Tag 1 global verfügbar bin mit meiner Idee, mit meinem Produkt und für alle Kunden gleich gut verfügbar bin. Dieser Grundsatz des Innovation without permission, also Innovation ohne vorherige Lizenzierung, ist das, was das Internet so erfolgreich, so innovativ und so bunt gemacht hat. Und gerade eben diesen Grundsatz versucht die Netzneutralität zu erhalten. Das gegenteilige Modell, was die Netzneutralitätskritiker und eben gerade eben die Telekom-Industrie bevorzugen würden, das kennen wir schon aus dem Telefonbereich. Das sind sogenannte Terminierungsmonopole. Die Leute, die meine Kunden erreichen wollen, die müssen mir Geld zahlen. Und diese Logik versucht man jetzt ins Internet rüber zu retten und da drüber zu stülpen. Es gibt auch derartige Vorstöße im Bereich des Interconnects. Sending Party Network Pay ist ein Konzept, das die Deutsche Telekom 2012 im Rahmen des WCIT zum Beispiel gefordert hat. Aber solche Modelle sind abzulehnen, weil damit eben diese Angebotsfreiheit für die innovativen Startups und die Wahlfreiheit für die Kunden Vergangenheit wäre. Und der wirtschaftliche Vorteil, den dieses gleichberechtigte Internet bringt, ist auch das, was die USA zu ihren starken Netzneutralitätsregeln bewogen hat. Und da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen, weil würden wir hier in Europa dieses Prinzip abschaffen, wer würde davon profitieren? Doch sicherlich nicht die kleinen innovativen Startups in Europa, die, wenn man Herrn Höcke glauben will, dem Chef der Deutschen Telekom, mit wenigen Prozent Umsatzbeteiligung ja schon solche Spezialdienste, solche bezahlten Überholspuren kaufen könnten. Das ist ein Zitat, was er gesagt hat, nachdem die Netzneutralitätsverordnung erlassen wurde, am Tag danach. Die könnten es sich nicht leisten. Die ganzen Startups hier in Berlin sind nicht in der Lage, mit jedem Internetanbieter, dessen Kunden sie potenziell erreichen wollen, Deals abzuschließen. Die haben gar keine Juristen. Wenn es gut geht, haben sie zwei Techniker in ihrem Unternehmen. Aber wer könnte es sich leisten, für solche Überholspuren zu zahlen? Natürlich die großen etablierten Player. Die könnten dadurch ihre Marktmacht absichern und die könnten sich diese paar Prozent Umsatz dann auch leisten, um sich jede Konkurrenz bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vom Hals zu schaffen. Da ist halt die Frage, was macht wirtschaftspolitisch mehr Sinn? Und insofern, glaube ich, ist die Wettbewerbsfrage klar. Bezüglich der Kapazitäten, da haben Sie recht, wir hatten lange diese Debatte, Internet ist ein knappes Gut, was nicht stimmt, weil es ist kein Verbrauchsgut. Wir haben Leitungsausnutzungen, aber zum Beispiel im Volumenbereich ist das nicht wahr. Also Internet ist ja ein Gut, je mehr Menschen am Netz teilnehmen, umso mehr Netz gibt es. Und insofern sehen wir eher im umgekehrten Bereich, dass Zero-Rating die Volumengrenzen klein hält. Also wenn ich einzeln die Ausnahme vom Volumen verkaufen kann, da einen Gewinn rausschlagen kann, habe ich doch einen Anreiz, den Rest weiter klein zu halten. Und sozusagen beim Zero-Rating, diese künstliche Verknappung, die Volumengrenzen in Wirklichkeit sind, meiner Meinung nach, auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. In Kanada wird jetzt zum Beispiel die Zero-Rating-Debatte schon neu geführt. Und da spricht man nicht mehr von Zero-Rating, sondern auch davon, die Volumengrenzen an sich abzuschaffen. Und bezüglich Spezialdienste noch
Ich bin recht zufrieden mit der Lösung, die BEREC hier gefunden hat. Ich hoffe, dass die auch eingehalten wird. Spezialdienste sollen dort genutzt werden, wo es wirklich um Dienste geht, die im Internet nicht möglich wären. Aber Spezialdienste dürfen nicht dafür missbraucht werden, bestehenden Internetdiensten eine bezahlte Überholspur zu liefern. Das heißt, es darf kein Dienst aus dem Internet als Spezialdienst neu auftauchen, sondern das müssen wirklich Dienste sein, die technisch im Internet gar nicht möglich wären. Vielen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständigen, liebe Gäste, wir sind dann am Ende dieser Anhörung. Vielen Dank für die Teilnahme, für die Antworten und fürs Kommen und eine erfolgreiche Woche. Wiedersehen.